Oh. Das war gerade so lustig. Man muss mich abschießen. So. Das erinnert so ein bisschen an das Surfen vom Paladin mit dem Schild. Das war auch eine coole Aktion. Keinen Schaden nehmen. Das könnte ich hinbekommen. Jo. Bounty Helm für Rune. Bounty Rune für Helm. Das müssten wir echt bald alle Dingsen haben. Alle Runen. Ich bin immer noch gespannt, was dann in den Truhen drin ist. Au. 71.000. Also ja, dafür, dass ich die ganze Zeit am Meckern bin, dass es nicht so gut läuft und dass wir es nicht schaffen und was weiß ich, kommen wir echt gut voran. Ah, das sind echt die Hühnchen. Oh, Mittelboss, Zwischenboss, Dingensboss, Rauben. Nö. Sehr schön, du bist kaputt. Und gleich eine schöne Stat-Truhe. Oder ein Rezept. Wobei wir auch bald alle Rezepte haben. Dark Cape. Ja. Das wird bestimmt auch wieder Doppelsprung oder Flight oder irgendwas anderes Schönes bringen. Zing. Hühnchen sind super. Oh, Gold. Ding, ding. Karte sagt, wir sind bald im Wald durch. Schicke Sache. Oh, au. Auch schön, dass er Schaden nimmt, wenn er uns mit Pfeilen beschießt. Komm, 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 komm. Hoch und rechts. Hier. Komm mal weg da. Danke. Kein Springen. Jedes Mal pupst. Ja. Sprintrune. Ups. Wie viele Runen waren denn das noch? Also Ausrüstung waren es 6, 7 Teile, die fehlten. Runen weiß ich gar nicht. Aber wir haben jetzt schon in diesem Run 3 Stück bekommen. Dürfte echt nicht mehr viel sein. Oh, sehr schön, Hühnchen. Und Truhen ohne Ende und Gold ohne Ende. 80.000. Kein Schaden nehmen. Oh, warte mal, das war der gemeine Raum. Ah. Wo? Wie mache ich den Raum? Warte mal. Soweit ist alles okay. Ja, hier ist der Haken. Ich sollte hier rausgehen. Dreifachsprung oder fliegen vielleicht, aber sonst wüsste ich echt nicht wie. Beruhigt euch mal, ihr Schädel. Oh, es sind ganz schön viele Schädel. Wenn ihr euch ein bisschen geschickter hinstellen würdet, hätte ich echt ein Problem. Oh, oder einfach ganz nah ranstellen und spammen. Hm? Oder einfach in die Eisbällchen springen. So, du noch. Genau, du. Komm, John. Ching, ching, au. Ganz runtergeschubst. Du bist doch doof. So. 85.000. Zwei. Oh, hey. Zwei Kisten. Und irgendwie sehe ich mich in dem Raum hier sterben. Den doofen Pflanzen. Komm, Pferd. So, schon bei. Ey. Das war die Feueraura von dem, glaube ich. So, Kiste meins. So. Nee, ich werde doch nicht sterben. Sehr schön. Gleich haben wir die 100.000. Sehr, sehr schön. Und das ganz ohne Runterscaling. Also mit... Oh, oh. Mag den Wolf nicht. Warum kannst du keinen Feuerschaden nehmen? So.
Bye bye, Mana. Der Wolf muss so sterben. Haha. I. Pharai. So, du und du und So. Und in dem Raum hier war gar nichts. Ich hätte hier gar nicht bleiben müssen. Einmal nach links. Zweimal nach links. Und dann nach... Oh, hallo Jungs. Ihr, oh. Ihr könntet mir noch eine Kiste geben. Das wäre echt schön. Ja, das hätte ich alles gar nicht gebraucht. Jetzt einmal. Sauber. MP plus 5. Stimmt eigentlich. Also Wald ist jetzt offiziell fertig. Aber genau, stimmt eigentlich. Wir können später, auch wenn wir alles ausgeskillt haben, immer noch besser werden. Durch diese Zwischenbosse und die Kisten. Dann kriegen wir auch jedes Mal Stats. Und ich glaube, die werden nicht bei der Burg mit angerechnet. Also jetzt dieses... Wir haben jetzt 50 von 75 Stufen in HP. Und wenn wir ein HP in der Kiste finden, dann haben wir nicht 51 von 75, sondern wir haben einfach mehr HP. Das ist, glaube ich, zumindest so der Plan. Ah, das war unfair. Doch, gucken wir mal. Eine Reihe. Zwei rein. Fast drei rein. Und an die 100.000. Wenn nicht sogar 100.000, habe ich gar nicht drauf geachtet. Kann man nicht meckern. Was haben wir jetzt? Ein Assassin. Basketball spielender Assassin. Ein Archmage. Und ein Paladin, der auch noch MP bekommt, wenn er Sachen kaputt haut. Das wäre echt ganz schön mächtig. Aber nee, das wird zu einfach. Ich will jetzt mal ein bisschen was anderes spielen. Eine Spielunkette zum Beispiel. Oder wenn ich nochmal einen Feuerball schmeiße. Ja, komm. Ich will dem eine Chance geben. Ich muss mich auch an den gewöhnen. Also wir hätten gerne erstmal anderes Equip. So. Wir hätten gerne dich für mehr Mana. Dich für mehr Mana. Warte mal, der ist noch weniger Rüstung. Ich glaube, ich behalte mal die Rüstung sogar. Mehr Gold nicht, nee. Nee, also ich behalte die Rüstung. Weil sonst stirbt der Drache zu schnell. Und du bist okay. So, Umhang. Plus drei Fliegen. Ja, nö. Da Cape macht Vampirism, und Air Jump. Und mehr Lebenspunkte. Das ist echt schick. Aber wir brauchen eigentlich was genau? Vampirism klingt eigentlich ganz gut. Wir sterben sonst so schnell. Ich glaube, das nehme ich. Dann haben wir es eh freigeschaltet für die anderen Charaktere. So. Ruhm. Wir wollten eine Runterskalierrune nehmen, auf jeden Fall. So, haben wir die auch schon mal freigeschaltet. Und der Rest bleibt, glaube ich, so, weil Siphon oder Balance bringt nicht viel. Mana kriegt er ja eh im Sekundentakt wieder. Schneller laufen würde vielleicht was bringen, aber ihr wisst ja, wie das bei mir ist im schneller Laufen. Dann laufe ich nur eher in andere Sachen rein, weil ich es nicht gewöhnt bin. So, 88.000. Wir hätten gerne... Zählt Int auch für deren Feuerball? Ich glaube schon. Deswegen trainieren wir das jetzt mal ganz, ganz doll. So. Und Mana. So. Und wenn wir jetzt nicht mehr Schaden machen als im letzten Leben, dann weiß ich auch nicht. So. Jo. Nimm das Gold, ist okay. Reminiscing, das ist auch neu. Oder ist mir vorher nicht aufgefallen. Also bei dem... kahlköpfigen Charakter steht da ja nicht Building, sondern Balding. Und bei dem nostalgischen steht da Reminiscing und nicht Building. Sehr schön. So, piu, 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 piu. Also bisher ist es richtig einfach. Wir haben ja noch keinen einzigen... Oh.
keinen einzigen Gegner an sich gehabt. Ich sollte nicht so viel Pew-Pewen, solange noch Gegner da sind. Aber die Mana regeneriert sich doch nicht so schnell, wie ich dachte. Oh. Aber ja, doch. Macht gut Schaden. Oh. Pew. Und ich sollte auf Fadenkreuz umsteigen. Wenn ich Drachen spiele. Weil gerade so ein Feind fliegen wie hier. Mit dem Fadenkreuz ist ganz einfach. Sobald ich auf den Stick umschalte, ist es Horror. Oh. Aha. Oh. Pew, 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 pew. Oh. Da oben kam ja was. So. Pew. Pew, 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 pew. Sauber. Das Mana kommt viel zu langsam wieder. Müsste ich eigentlich immer so 10 Sekunden warten, bevor ich in den nächsten Raum reingehe. Das finde ich jetzt vom Spielfluss her nicht so toll. Oh. Natürlich müssten nicht alle Räume voller... Komme ich runter? So komme ich runter. Natürlich muss nicht in jedem Raum Gegner sein, aber es sind doch meistens in jedem Raum Gegner. Oh, piu, piu, piu. Yay, wir kriegen einen anderen Feuerball. Du kommst auch damit. So, oh. Piu, 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 piu. Das war unser ganzes Mana. Aber ja, doch, es geht. Es geht langsam mit dem Drachen. Vor allem ist auch eine interessante andere Art zu spielen. So ein bisschen Abwechslung zwischendurch für mich ist ja auch ganz, ganz nett. Du bist nicht echt. Ich warte nur kurz, bis ich dich erschießen kann. Bleib einfach da und zuck. Mist. Aber ja, Doomwasser sind auch wesentlich entspannter. Gerade mit dem Fadenkreuz fliegen. So, Doomwass. Mist. Dass das Feuer nicht durch Wände schießt, ist ein bisschen ärgerlich. Das ist halt ein Vorteil vom Schwert. Das kann ja durch Wände durchschlagen. So, flieg. Piu. Piu. Oh. Piu, 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 piu. Oh. So. Da ist wieder so ein komischer Grafikfehler. Bist du eine Fake-Kiste? Oh, warte mal, das könnte sein, dass wenn man alles von irgendwas hat, also alle Baupläne und alle Runen, dass dann alle Kisten zu so einem komischen Grissel werden. Das wäre nicht schön. So, piu, 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 piu. Au. So. Oh ja, aber mit diesem Leben, piu, 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 oh, oh. Mit diesem Leben jetzt auch wieder nur in kaufen würden oder Mana, da wäre der nächste Drache richtig spielbar. Einzigen Haken, den ich noch so sehe, sind die Lebenspunkte. Wer hat tierisch wenig Lebenspunkte? Oh. Puh, das war knapp. So. Euch lassen wir mal alle stehen. Karte sagt und... Autsch. Karte sagt Autsch, ja. Unten geht's weiter. Hier, einmal hier. Alle Gegner besiegen. Oh. Was genau war jetzt eigentlich die Spezialfähigkeit vom Drachen? Also Fliegen mache ich einfach mit B. Ich glaube, Y macht auch Fliegen. Ja, Y macht auch Fliegen. Ha. Das finde ich ein wenig komisch. Dass man ihn noch nicht aufstufen kann. Können wir dich jetzt schon? Ja. Sehr passend. MP plus. 10, 10, 10, 10, 10. Oben links geht's noch weiter. Hier. Na, na, oh. Hey. So, nimm das und das und das und das. Aber 11.000. Also in der Zeit hätten wir mit einem anderen Charakter, glaube ich, einen Ticken mehr gemacht. Oh ja, ich darf nicht immer daran denken, was wie effektiv ist. Es geht darum, dass ich alle Klassen mal ein bisschen besser kennenlernen. Und mit Fliegen vor allem auch mehr Übung ab. Au. Quietsch.
Quietsch, 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 quietsch. Ah. 15.000. Das wäre jetzt schon... Oh. Nee, gerade das Abheben ist so eine Sache. Komm, komm, komm. Nee. Gerade das Abheben ist so eine Sache, weil ich erst B drücke, aber dann hebe ich nicht gleich ab, sondern muss erstmal hochdrücken. Vampir und Ziffernruhen sind sehr mächtig, wenn man sie stickt. Ja, schon. Aber nicht so unbedingt bei einem Drachen, der fast keine Lebenspunkte hat. Aber gut, erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.